Muss jetzt erstmal einen Schluck trinken, Alter. Ich habe so ein. Was die ganze Zeit Daddy geschrien haben. Wir sind dann, gehen wir halt irgendwie so um 2 Uhr morgens hier aus der Wohnung. Die Nachbarn gucken nur, hallo. So, wem hat er jetzt Daddy geschrien? Zu der Kleinen? Zu der Kleinen? Der Nachbar ist komisch, rufen wir die Polizei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 7. Wir sind im Keller fertig, haben gegen Daddy gekämpft. Unsere Kettensäge ist hinüber. Oh, Wunder. Warum auch mit einer Kettensäge durchrennen, wäre viel zu einfach. Okay. Ah, du hast das Türen hinzu. Und jetzt gehen wir noch mal raus aus dem Keller. Willst du Pistole wechseln? Stimmt. Da fühlt man sich sicherer. Da fühlt man sich. Wir haben immer noch die Einstellung mit dem Fadenkreuz. Wir haben immer noch die Untertitel ein. Ist ganz schön dunkel. Also das Problem ist, man kann halt mit VR auch nicht heller stellen. Man kann, ja, wir haben geguckt. Also das Hellste, was wir so haben, ist maximal. Wir haben es schon also versucht, für YouTube jetzt heller zu stellen. Einfach, dass die Aufnahme heller ist, aber es geht einfach nicht heller mit VR. Und das Schlimme ist wirklich, wenn du halt so versuchst zu blocken, siehst du deine Arme und die leuchten so. Na, warte mal ganz kurz. Ja. Siehst du, es wird dunkler. Ja, setzen. Also hier merkst du das nicht, aber wenn du VR spielst, wird es dunkler, wenn du blockst. Was ziemlich bescheiden ist, weil du siehst einfach nicht, wenn dann ein Gegner oder so kommt. Hast du Angst, dass noch was aufsteht? Bisschen. Aber um die Ecken gucken meistens mit VR, das ist richtig geil. Es ist halt mega Fitzer. Und man sieht halt wirklich alles in 3D. Das ist so krass. Du fühlst. Oh, mir wurde gerade ein bisschen schlecht. Ja. Du fühlst dich halt, als Du ob du darfst es nicht an. rennen, wenn du rennst, wird dir schlecht. Man kann dieses VR-Gefühl einfach nicht beschreiben, wie das ist. Aber man sieht es jetzt so, das ist jetzt genauso, als wenn man spielen würde ohne VR. Aber dieses VR-Gefühl ist einfach tausendmal krasser. Schon allein die Kämpfe. Ist halt auch extrem, also teilweise extrem unangenehm, sag ich mal. Ja, wenn du halt wirklich in so einem atmosphärischen Raum bist oder sowas. Das Oh, ist mein Magen hier. halt wirklich manchmal ziemlich unangenehm. Okay. Links. Oh Gott. Oh Gott. Die Oma singt. Jetzt nicht mehr. Speicher erstmal. Ich hab Angst. Ich Weißt du, habe. die Oma ist wirklich 100% so ein Scheißspion. Die Oma ist immer da, wenn ein Familienmitglied kommt. Weißt du, Oma war vor dem Badezimmer, Flur da, Daddy kam. Oma sitzt vor der Kellertreppe, Daddy war unten. Nimm mal den Dietrich mit. Geh nochmal zurück zu dieser einen Truhe. Wir wollten den Dietrich ja für die eine Truhe benutzen. Okay. Nicht für dieses. Also in dem Ding ist wahrscheinlich Medizin drin. Okay. Also, werde ich jetzt erstmal die Schrotflinte? Nee, Geh oder? erstmal zurück in den Raum und Erstmal zurück in den Raum. öffne diese kleine Tür. Das Kopitschlüssel musst du unbedingt mitnehmen, weil das ist die Abkürzung zur Haupthalle und dann musst du oben links in diese extra Räume. Man merkt das jetzt, ich habe ein paar Tage kein Resident Evil mehr gespielt Ich und habe auch, ja, wir haben wirklich lange nicht mehr gespielt. ich glaube, hier kommt man zurück, Da ne? kommst du zurück, ja, mach erstmal dann. Wir hatten eine Zeit lang relativ viel gespielt. Jetzt haben wir erstmal wieder eine kurze Aufnahmepause gemacht. Ich denke mal nicht, dass hier noch was kommt. Ich hoffe. Weil, wenn du wirklich, also wir nehmen immer so zwei Folgen auf, dann machen wir Pause, zwei Folgen, falls mal irgendein Kommentar kommt oder so. Das Problem ist halt. Ich hoffe, da ist irgendwas Nützliches drin. Pistolenmunition noch. Flintenmunition. Flinten. Machen wir weiter. Ist noch was dran? Nee. Also in diesen kleinen Boxen ist wahrscheinlich Munition drin, wie ich mir gedacht habe. Und in den Schubladen ist wahrscheinlich so Medizin drin. Also es ist auch komisch, wenn man das so auf dem Bildschirm mitverfolgt, dann wackelt halt einfach immer nur der Bildschirm mit. Weißt du, woran der mich erinnert? An den Griechen? Nee. Aus The Walking Dead, der Hauptcharakter, Rick. Ja. Rick! Der muss auch überall sein, wo Zombies sind. Oh, das war nur die Lampe. Pass auf, das doch. Was? Oma ist schon wieder weg.
Oma holt das nächste Familienmitglied. Gleich kommt Mutti in der Eingangshalle. Oma petzt immer. Niemand mag Oma. Sie geht nicht von alleine auf. Doch, die ging auf. Der musst du nur auch aufschließen. Oben und dann links. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir jetzt noch haben. Also da, wo die Oma vorher davor war. Also ich muss wirklich sagen, wenn du nicht VR spielst, ist das wirklich so angenehm. Angenehm, oder? Das ist richtig angenehm. Ja, hatten wir ja alles mit. Wir können nur auch diese Räume erkunden, wo Oma davor ist. Das heißt, da muss noch irgendwo ein Hundeschädel sein. Na, der nächste Folge müssen wir wahrscheinlich raus in den Garten. Wollen wir dann vielleicht mal so einen Tausch machen, weißt du, wenn du jetzt die Folge aufnimmst, nimmst du dann die nächste auch noch gleich mit auf und dann bin ich mal wieder dran. Wieso? Ich weiß nicht, also ich glaube der Garten, der wird dir besser gefallen als mir. Daddy kann ja nicht mehr kommen, Daddy ist ja... Hinüber. Wow. Aber... Mutti war ja... Warte, dreh ich mal nochmal um, guck mal auf die Kisten, ist da was? Oh Gott. Diese Geräuschkulisse ist aber, glaube ich, normal. Das ist einfach für die Atmosphäre. Du kannst auch, glaube ich, innen lang gehen. Da ist. Jetzt steht hier auch so ein schwarzes Ding. Ist das eigentlich. Also, keine Ahnung. Das war ja wirklich in Resident Evil so. Sobald du die ersten Dinger bekämpft hast, so die ersten normalen Zombies, kamen dann überall Zombies. Vielleicht ist das jetzt auch so mit den schwarzen Dingern, dass die jetzt überall kommen. Ich suche erstmal hier alles, oder? Du kannst dich mal einlochen. Fast. Komm schon, komm schon. Der geht jetzt wieder raus, pass auf. Nein. Wow. Und? Boah. Jetzt kannst du sachte nach links stoßen. Nein, nein, nein. Mach den schon ins andere Loch. So wie du übst, standest. Jetzt nach links. Ich mach richtig ans. Nein. Ich muss ihn mal wieder anders machen. Und der ist noch im Spiel. Jetzt reinpieken, reinpieken. Höher. Ja. Funktioniert super. Ja, lass ihn da runtergehauen. Da ist Fernseher. Okay. Du such mal einen Raum. Oh, gut. Oh Gott, der Wackelbobby hat mich gerade total erschreckt. Antike Münze, Wackelbobby. Keine Ahnung, wofür die antiken Münzen sind. Ob es hier einen antiken Kaugummi-Automaten gibt? Aber was gibt es dann für Kaugummis? Wow, der war so nah. Vermutlich haben sie ihn ausgestopft. Du hast ihn abgenommen. Margaret, bringt den Hippie-Mistkerl, den wir gefangen haben, von der Halle zum Verarbeitungsbereich. Ja, der Verarbeitungsbereich ist wahrscheinlich das Versteckte, was wir schon gefunden haben. Ja. Packen Cheesepulver im Müll. Da ist ein Buch. Mit dem kannst du was machen. Kannst du es irgendwie öffnen? Oh! Blauer Hundekopf. Der sieht so leicht grün aus, aber okay. Der sieht doch vielleicht wirklich nur auf der VR so aus. Oktober. Zweiter. Der Wetterbericht sagt, wir müssen mit einem Sturm rechnen. Nach dem letzten Sturm vor ein paar Jahren hatte ich mit den Aufräumarbeiten alle Hände voll zu tun. Ich schätze, ich sollte die Fenster verstärken und das Dach stützen. Vielleicht lasse ich mir von Lucas helfen. Das Wasser ist endlich zurückgegangen. Das Haupthaus ist in Ordnung, aber das alte Haus wurde schwer beschädigt. Lucas
macht Anstalten wegen eines großen Schiffs, das in Bayou gestrandet sein soll. Wenn das wahr ist, sollte ich besser der Gemeinde Bescheid geben. Ich werde es mir morgen mal ansehen. 9. Oktober, welches Jahr? Stand da nicht, ne? Nee. Okay, da ist auf jeden Fall ein Schiff gestrandet. Aber, was mich wundert, der hat da geschrieben, ich muss der Gemeinde Bescheid geben. War der dann auch gut? Weil, ganz ehrlich, jetzt wo der böse ist, der gibt doch niemandem Bescheid. Nee, oder? Das also, war doch der Sohn, oder? Nee, das war der Oder, also der Lukas war der Sohn. Ja, ja. Omis Zimmer. Oh. Natürlich Flintmunition auf dem Bett. Weil Omi. Liebe Mrs. Baker, wie fühlen Sie sich in letzter Zeit? Es ist schon eine Weile her, seit Sie zu unserer Untersuchung gekommen sind. Ich schreibe Ihnen, um Ihnen mitzuteilen, dass wir die Analyse Ihrer Röntgenaufnahmen abgeschlossen haben. Die dunklen Bereiche in Ihrem Kranium sind fungusartige Strukturen, die anscheinend mit Schimmelpilzen verwandt sind. Die Halluzinationen und Geräusche, von denen Sie berichteten, könnten mit diesen Organismen in Verbindung stehen. Wenn Ihre Symptome auf einen pilzartigen Parasit zurückgehen, muss dieser entfernt werden, bevor es zu spät ist. Ich möchte Ihnen keine Angst einjagen, aber ich bin ernsthaft um Ihre Gesundheit besorgt. Bitte kommen Sie ins Krankenhaus, sobald Sie dieser Brief erreicht. Als Ihr Arzt empfehle ich Ihnen dringend, sich weitere Tests zu unterziehen. Crawford Lane, allgemeines Krankenhaus, Dublin. Also diese schwarzen Dinger, die wir gesehen haben, sind Pilze. Also kein Virus. Ist ja krass. Naja, die Sache ist, weißt du, wann dieser Resident Evil Teil spielt? Der kann halt monatelang nach 6 spielen, der kann aber auch noch vor dem ersten Teil spielen. Vielleicht sind diese Pilze der Ursprung des Viruses. Ja, aber irgendwie soll das ja 2017 sein, dann ist die Frage, wann spielen die anderen Teile? Pistole, meine Zeit. Was war da? Ach, kannst du wieder zumachen. Da ist noch was in der Kommode. Omas Gebiss. Da! Hä? Auf dem Schreibtisch, da links vom Schreibtisch. Die haben nicht genug Platz. Ich bin es leid, die ganzen Scheiße einmal durch den Hof zu jagen. Wenn das nächste Mal einer unserer Gäste abhaut, versteckt die Hundekopf-Reliefs, damit keiner von denen mehr aus dem Haus kommt. Lass sie uns so verstecken. Die Standuhr im Wohnzimmer, das Buch im Freizeitraum, der Zerlegungsraum im Keller. Wow. Also ganz ehrlich, wir haben bis jetzt alle 3 Hundeköpfe gefunden. So, wie hoch ist die Chance, dass man einen übersieht? Ja, du hast den einen Hundekopf mitgenommen. Du musst wahrscheinlich erstmal was ablegen. Aber guck erstmal weiter. Also, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass wir die Schrotflinte jetzt brauchen, aber du kannst ja erstmal noch hier oben weiter suchen, oder? Ja. Wobei, geh erstmal Sachen ablegen, weil wenn wir jetzt noch was finden und du kannst es nicht tragen. Ja, das ist auch recht. Es ist halt. Ich würde sagen, wir sehen uns hier gleich wieder. Vielleicht finden wir auch da oben dieses Schlangending, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Weil das ich Kinder. Glaub, das Kinderzimmer. Was haben wir denn noch? Wir haben hier den Schlangenbaum. Ja, wir brauchen auch die Schlange irgendwie noch. Vielleicht finden wir ja draußen und da und dann geht es weiter an dem Haus. Es kann durchaus auch sein, dass wir irgendwas draußen auch finden. Boah. Da hinten ist eine Truhe oder so. Eine Kiste, ne? Oder die Kisten. Da sind auch noch Kisten. Guck erstmal links. Ist links was? Nö. Da sind auch noch so Kommoden. Schlag erst, Elf. Wir sind übrigens wieder zurück. Da brauchst du wieder einen Dietrich. Ist hier noch irgendwas? Rechts? Wow. Wird auf einmal so hell, ne? Hier nochmal rechts. Hier war doch auch nichts mehr, oder? Hier habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Das ist ja das Doofe. Flüssige Chemikalie, siehst du? Ja, geh mal zurück, da war noch eine kaputte Kommode bei dem Sessel. Zurück. Da noch irgendwas bei dem? Auch nicht. Ich glaube, das ist eine sehr langweilige Folge. Diesmal erkunden wir halt nur. Die Sache ist, glaube ich, wenn wir nicht zuerst in den Keller gegangen wären, würde Daddy hier auch noch rumrennen. Ja. Nee.
Es war draußen, aber es war nur der Sturm. Ist vielleicht ganz gut, dass wir erst. Wir müssen auf jeden Fall noch die Flinte holen. Und hier müssen wir uns, glaube ich, auch noch mal ein bisschen umgucken. Defekte Flinte. Hier in dem Raum, meinst du? Ach ja, stimmt, wir müssen ja die. Nee, im anderen Raum. Wir haben im anderen Raum nicht alles. Ach stimmt, wir müssen. Wir haben ja die richtige Flinte, ist ja da unten. Das ist eine defekte, die müssen wir einfach mal austauschen, oder? Ja. Okay. Links, so. Hier haben wir noch wenig erforscht. Da geht's auf den Balkon, aber was ist hier? Ist hier auch noch was? Der Wind, Alter. Auf dem Tresen noch irgendwas? Mia. Kassette. Ich habe irgendwie keinen Bock, die Kassette abzuspielen. Hier ist nichts mehr. Da haben wir schon durchsucht, also ich glaube, wir haben jetzt kaum durchsucht. Los, spiel die Kassette ab. Ich will nicht. Komm schon. Ich hab den Keller gehabt. Der Keller war easy, aber die Kassetten sind immer schlimm. Oh. Ich hab, glaube ich, gerade ins Mikrofon geblasen. Das ist nicht so gut. Also ich fand die erste Kassette fand ich gar nicht so schlimm, aber ich habe die auch nicht gemacht. Dieses Lachen. Ja. SVHS. Weißt du, es spielt 2017, aber es gibt noch Kassetten. Was? Das, ja, ist es was? Das wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. Du musst X drücken, glaube ich. Nee, das ist ein Ladebildschirm. Ach so. Mia Winters, Old House. Warte, wann ist denn das? Juli 19.2017. Das muss in der Gegenwart. 9.30 Uhr. Oh, das ist um 21:30 Uhr abends. Das ist dunkel. Wow. Guck da, guck genau rauf. Das ist. Nein, links. Ich du? Du guckst schief rauf. Nein, ich guck gerade rauf. Achso, das hat gerade einen Hang. Nicht nach dem, was passiert ist, was ich getan habe. Also bei mir ist es gerade. Psst, redet. Jetzt gerade. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es gibt so viel, was du wissen musst. Ja, bist du ja. Du hast uns einen Schreck eingejagt, Lady. Die Alte ist so creepy. Es hängt gerade wieder. Hängt? Nee, es geht weiter. Ich darf mich nicht wieder erwischen lassen. Oh, ist das Puppen? Boah. Oh, ich hasse Puppen. Du hättest sie sehen müssen. Ein Traum, sag ich dir. Darf sie nicht erwischen lassen. Sieht aus wie so ein Sumpfhaus. Siehst du, da unten ist doch Sumpf. Hier drüben, Mami. Was? Hat nicht Mia, als sie uns angegriffen hat, gesagt, sie hört Stimmen? Ich weiß nicht genau. Warum erlischt hier alles? Was soll das? Sag mal. Die Schnauze voll von Mist zu haben. Mädchen. Die Schnauze voll. Ich muss mich verstecken. Warum tust du mir das an? Angst. Ich hab richtig Panik. Dass ich das verdiene, außer dich in mein Heim zu lassen und dich zu verpflegen. Verpiss dich. Verpiss dich. Schau ab. Alter. Was ist die alte Creepy? Oh Gott. Vergiss nicht, wenn du geduckt gehst, schleichst du, dann hört sie dich vielleicht nicht so. Warum tut sie das? Warum ist sie so? Ich glaube, die Alte wird noch schlimmer als Daddy. Weil Daddy-Kämpfe sind immer lustig. Ich weiß es nicht.
ist das gruselig. Glaube ich dir. Ich weiß, dass du und Zoe etwas ausdenken. Ich weiß, dass ihr etwas plant. Sie reden auch immer so. Ich weiß nicht, was du mit diesen Idioten anstellen willst. Und über uns. Aber was könnten sie? Ich meine, was bist du für eine Schlüsselperson? Du kannst auch um die Ecken gucken. Das hat nicht so ganz wirklich. Ich glaube, jetzt ist er abgehauen. Oder? Nein, nein, komm nicht hierher. Vor allem, du hörst auch ihren Herzschlag. Du müsstest es noch viel krasser hören, weil du wahrscheinlich die VR-Kopfhörer drin hast. Ja. Aber die Bäume sind ganz gut. Der Himmel ist auch ganz gut animiert. Ja, sieht alles wunderschön aus. Ich glaube, wir kommen zu Eckensitzsimulator 3000. Wir sitzen jetzt die 20. Folge in der Ecke. Machen nichts. Mann, ich habe Angst, dass sie kommen. Ich werde dich meinen Babys zum Brachbohr werfen und den Garten mit den Überresten düngen. Das klingt doch nett. Was hat sie noch für Babys? Ich will's gar nicht wissen. Vielleicht meinte sie diese schwarzen Dinger. Wir öffnen unser Zuhause. Immer noch da. Wir öffnen unsere Herzen. Die klingt genauso wie einer aus der Kirche. Ich war sie an meiner Kirche. Ich glaube, jetzt ist sie weg. Ja, die wird auch noch irgendwo rumlaufen, aber vielleicht patrouilliert die halt die ganze Zeit hin und her. Da rechts war was, hinter diesem Haufen. Siehst du? Die läuft den Gang lang. Warte, die müsste gleich wieder kommen, pass auf. Ein Flammenwerfer! Nimm den mit! Kann ich nicht mitnehmen. Okay, dann wissen wir auf jeden Fall, wo der ist mit Ethan. Du musst X drücken dann. Oh nee. Jetzt weißt du, wie ich mich da gefühlt habe. Aber vor allem, wieso ist immer nach so einem Schattenrätsel so ein enger Durchgang? Oh Gott, nee, da ist ein Fenster. Der Dicke, also der Vater, hätte da nie durchgekommen, oder? Sind wir auf der anderen Seite? Ja, sieht so aus. Also wir wissen auf jeden Fall. Sie will, dass wir eine Familie sind, verdammt nochmal. Du! Du! Alles, was du tun musst, ist ihre verdammte Gabe anzunehmen! Praise Lord Jesus! Ich sehe den Fuß. Ich habe irgendwie Angst, wenn ich das so durchgucke, dass sie mich sehen. Hätte ich gesehen. Wir lieben dich! Warum siehst du das nicht? Oh. Nimm uns an! Vor Panik verhalten. Wir wissen, dass wir einiges nicht wissen. Und du passt verdammt nochmal nicht auf! Denkst du, die kleine Evi wird sich deine Scheiße ewig gefallen lassen, Miststück? Das ist Evi. Ich weiß es nicht. Ich will jetzt nicht in dir stecken. Ich bin es leid, deine Spielchen zu spielen. Hörst du mich? Hörst du mich? Nein. Hörst du mich? Hör ich nicht. Verpiss dich. Ab, Mann, hau ab. Okay.
wieder, oder? Ich glaube, du musst da weiter rennen einfach. Oder haut sie gleich ab? Ich weiß es nicht. Was macht sie? Aber sie haut doch irgendwas. Jetzt hau schon ab. Oh Gott, hau ab! Die trampelt die ganze Zeit. Die läuft ja die ganze Zeit rum. Ich glaube, die wirst du nicht mehr los. Renn einfach weg. Boah, die ist voll creepy, die Alte. Einfach weitergehen, so wenn sie jetzt da hinten ist, da so drum. Noch nicht, sie rennt die ganze Zeit immer wieder rum. Ja, aber guck, hier bleibt sie immer so stehen und trampelt so rum. Aber sie sieht mich ja. Also, ich muss ja nicht da. Also du kannst. Ja, ich weiß, aber du musst halt irgendwann mal weg, weil ich glaube ja, ich glaube nicht, dass sie noch irgendwann abhaut. Und da ist halt der beste Moment, weil da steht sie halt so ewig rum. Ich habe keine Ahnung. Da rein, da rein, da rein. Boah. Nein, 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 nein! Versuch nicht, deine Freunde zu entkommen! Da führt kein Weg raus, Fräulein! Oh Gott. Sieht ein Teil von etwas aus. Denkst du, dass du hingehst? Boah. Diese alte Nebelkrähe, ey. Das ist so eine Nebelkrähe. Alter, wie die dich wegzieht. Oh. Du musst schon. Oh. Wie die dich wegzieht. Ich dachte. Oh. Hol noch die Flinte und dann Speicher. Ja, du musstest da irgendwann weg, die ist nicht mehr abgehauen. Ich wusste halt nicht, ob sie nochmal irgendwo lang geht oder. Ja, gut, aber nach der dritten Runde war es dann. Ja, nach der dritten Runde. Ja, ich halt. Also ich hätte mich, glaube ich, auch nicht so schnell weggetraut. Ich hätte auch gehofft, dass sie irgendwann abhaut. Oh. Ich hatte aber noch keinen Bock, dass sie mir genau ins Gesicht springt, ey. Ja. Oh. Das ist das Schlimmste am VR. Also das Spiel ist manchmal, du hast im VR wirklich nur Angst, dass dir Dinge einfach so ins Gesicht springen. Weil dieses ins Gesicht springen ist so scheiße, wenn du es 3D genau vor dir hast. Als wenn du wirklich so einen echten Menschen vor dir hast. Ja. Das macht einen tierisch fertig. Aber was ich mich auch frage, warum liegt die Kassette da so rum? Einfach das ist so, halt auch meine Frage. Weißt du, einfach so, ja, okay, hier so Informationen, da ist ein Flammenwerfer, da ist ein geheimer Gang, so, da geht's auch runter und so. Nein, Eve, nicht wohl. Vor allem einfach in diesem Freizeitraum, ne? So, okay. Ja, vor allem so. Hat sich die Mutter wahrscheinlich selber nochmal gegönnt, so. Oh, guck mal, da kommt meine Zähne. Oh, guck mal da, oh, da bin ich ein Quave und da, boah, wie ich die weggezogen habe. Weißt du, wie Let's Plays, wenn du deine eigenen Let's Plays anguckst. Weil ich hatte überhaupt keinen Bock, die als, anzugucken. Nee, als Mia, die ganze Zeit mit der Kamera rumzurennen. Vielleicht wegen Licht. Weil die Kamera noch so, vielleicht, also bei Outlast hast du die Kamera ja auch, weil die so einen Nachtmodus hatten, da siehst ja. du mehr. Was haben sie dir angetan, Mia? Ich würde sagen, sie haben sie gut behandelt. Die ist jetzt vielleicht manchmal ein bisschen verrückt. Mehr als einmal im Monat, aber... Okay, wir haben auf jeden Fall diese drei Hundeköpfe. Oma? Sitzt jetzt da? Wenn du die Flinte rausholst, sitzt Oma jetzt da unten. Ja, wunderbar. Die Flinte verbraucht zwei Plätze. Kannst du die Flinte da vielleicht irgendwie, nee. Kannst du die Flinte tauschen? Gegen das Video?
komm, ich muss jetzt irgendwas machen, wenn du mit der Flinte abhaust. Lad nach. Vier Schuss? Okay. Ach, guck mal, da ist auch noch. Ah, das machst du beim nächsten Mal. Was? Den Skorpionraum hin. Das war doch, da kannst du durch. Den hast du schon aufgemacht, das ist der zum Keller. Geh da mal durch, speicher noch. Warte mal. Sie sind wieder, geh mal rein. Oma, wir haben eine Flinte. Oma? Die ist hier nicht. Geh trotzdem zum Speicherraum. Oder willst du noch weitermachen? Nee. Ja, siehst du, nee, nee, ich... Oder wollen wir rausgehen? Zum Speicherraum, umdrehen. Da neben dem Keller war doch direkt das Ding. Willst du da? Hier und dann links. Nein, nein, zurück, zurück, zurück. Achso, ja, den meinst du. Den, ja. Der ist doch viel kürzer. Ich würde sagen, das war's auf jeden Fall mit der Folge Resident Evil. Du bist irgendwie gerade ein bisschen durch, oder? Ja, nach der alten, du. Nächste Folge gehen wir raus aus dem Haus. Speicher. In den Garten. In den Garten. Gott, dann kommen wir auf die Mutti. Aber wir haben jetzt eine Schrotflinte. Jetzt fühle ich mich noch ein Ticken sicherer. Bis dann. Wir haben gespeichert. Ich kann die Schrotflinte-Munition nutzen, so viel ich will. Ich knall jetzt mal alles um hier.